So, da sind wir wieder bei 2-2 und wir sind immer noch in diesem unheimlichen Wald unterwegs. Wir werden schon wieder von so einem Baum angeglotzt. Das Ding hier sieht so aus, als ob es die Brücke anhebt. Aber gleich kracht sie wieder runter, oder? Ja, dachte ich es mir doch. Das heißt, wir brauchen erst einmal was, um den Mechanismus zu blockieren. Und da unten sieht es gut aus, was zu finden. Hab ich geirrt, hier unten ist nur ein Goblin und eine Truhe. Wieder ein Sammelgedicht, das finstere Gehölz. Meine Schwester ist doof, fade und dumm. Und doch schwirren alle um sie herum. Super. Bis jetzt war er immer froh, war er oder sie immer froh über seine Schwester und jetzt ist sie auf einmal dumm. Ganz toll, oder? Okay, das hier ist ein Kanonenspiel. Da müssen wir die Kanonen nur auf die richtige Position schießen lassen. Ja, bloß nicht auf uns. Das war nicht ganz so richtig. Gehen wir mal kurz zum Checkpoint zurück. Wir haben schon wieder ein Level up gemacht, merke ich gerade. Der Checkpoint ist da oben. Den holen wir uns mal kurz wieder. So, Dankeschön. Ganz wieder hier runter. Jetzt haben wir 3 Punkte. Das würde reichen für den Magnetschild. Was bringt der Lenkdrachenschild? Oh, das klingt gar nicht mal so schlecht, aber ich nehme erst einmal das Magnetschild. Okay. Jetzt hat der Ritter ein Magnetschild. Magnetisiere den Schild, um Metallgegenstände anzuziehen mit F. So, jetzt ist er magnetisch und jetzt kann ich metallische Sachen anziehen und mit F wieder wegstoßen. Ah, nicht schlecht. Jetzt muss ich aber erst einmal hier durchkommen. Und hier hoch. Und sterben. Sterben ist nicht so schön. Deswegen wieder zurück und wiederbeleben. Also die Kanonen haben es echt in sich. Im Allgemeinen ist die Umgebung irgendwie tödlicher als die Gegner. Klappt nicht ganz so, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Deswegen machen wir einen Rampenbock. Wow, große Fiole. So, die Kiste ist da gut. Ich glaube nicht, dass wir die hier durch mitnehmen können, aber ich versuche es einfach mal. Doch, können wir. Die brauchen wir nämlich. So, hier da irgendwie durch. Nach oben bitte. Ja.
Ja. Komm schon. Jetzt muss ich sie wieder da durchfieseln. Jetzt klebt sie an mir fest. So. Die Kiste kommt nämlich genau richtig. Die keime ich jetzt hier ein. So. Jetzt ist nichts mehr mit einer runterfallenden Brücke. Und hier hoch. Nächster Safe Point. Diese Grube ist voll von diesen Monsterpflanzen. Mach die Augen zu und stell dir vor, es wären Hyazinthen. Was auch immer Hyazinthen sind, so gut bin ich in mit den Pflanzen auch wieder nicht. Edge, aber du hast mich jetzt gefressen. Das war nicht so nett von dir. Jetzt müssen wir darüber, ohne dabei gefressen zu werden. Wir können auch heiter werden. Und wir landen da unten und werden gefressen. Ja, ich denke mal nicht, dass wir hier noch heil rauskommen. Oder doch? So, jetzt können wir metallische Sachen ansaugen. Was immer uns das auch bringt. Bis jetzt merke ich nämlich nichts davon, dass wir irgendwas Metallisches ansaugen. Ich merke nur, dass wir Gegner einführen und sie sich gegenseitig töten. Müssen wir das irgendwie gedrückt halten? Nö. Na komm, wirf dein Speer. Normalerweise müssten wir den anziehen können. Nein, können wir nicht. Gut, und die ganze Truppe ist wieder lebendig. War die Pflanze gerade so nett und hat uns den Bogenschützen gegessen? Nein, hat sie leider nicht. Oh, das sind stärkere Bogenschützen. Die halten mehr als nur einen Schuss aus. Das ist aber auch keine freundliche Pflanze da, sondern eine, die uns fressen will. So. Aber auch an dir sind wir vorbeigekommen. Oh, mal wieder was zum Lesen. Liebe Izzy, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und danke für die Rosen. Ich möchte früh zu Bett gehen. Du hast so viele Tanzpartner, aus denen du wählen kannst. Ich glaube, dir werden deine Füße morgen ganz schön wehtun. Rosabel. Ah, das ist jetzt ein Brief von der anderen Schwester. Auch gut. Oh, und das hier ist mal wieder ein neues Rätsel mit einem Zahnradmechanismus. Und ich würde sagen, da unten... Oh, da unten gibt es doch was. Da gibt es einen Ort, an dem wir runterfallen können. Können wir uns hier durchhauen? Nein, können wir uns leider nicht. Oder? Ja, wir können uns durch meterdicken Stein hauen, aber nicht durch irgendeine Holzbrücke. Die ist ja so solide gebaut. Ah, hier geht's durch. Hier können wir uns durchschummeln. Und hier sieht's morsch aus. Hier können wir uns durchschlagen. Und finden hier unten noch ein paar sehr schöne Sachen. So. Genannt Erfahrungsfiolen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier drüben wieder hochkommen. Und jetzt müssen wir hier das Rätsel lösen.
Also, ich würde ja fast meinen... Ja, das hier hochziehen mal löst den Wasser, das Wasser aus. Das ist schon mal klar. Aber eben solange solange das Wasser fließt, können wir da was machen. Oh, da oben scheint noch was zu sein. Ja, eine sehr große Fiole. Wie gerne ich jetzt eine Holzkiste hätte. Weil an denen kann sich die... Die bin ja leider nicht festheben. Hier unten ist ja nichts. Jetzt bin ich wieder unnötig hier runtergefallen. Nö, hier unten scheint definitiv nichts zu sein. Müssen wir vielleicht noch mal ein Stück zurück und uns eine Holzkiste suchen. Damit wir da oben hinkommen. Aber ich denke mal nicht, dass es hier weiter zurück noch eine Holzkiste irgendwo gibt für uns. Ah, falsch gedacht. Müssen wir tatsächlich diese Holzkiste den ganzen Weg darunter... Okay, ich habe nichts gesagt. Die Holzkiste ist so nett und geht von selber. So, jetzt müssen wir uns da hochschwingen. Kriegen wir hier die Erfahrung, nämlich und durch das Tor. Sehr schön. Ja, ich wollte gerade sagen, das hier riecht nach Boss, aber es sind Zerg. So. Und ich denke nicht, dass das die einzigen Zerg waren. Genau. Da ist noch einer. Das sind irgendwie die einfachsten Gegner, solange sie an ihren Spinnennetzen kleben. Einfach einfrieren, dann knallen sie da drauf und sind Matsch. Oh, aber das hier sieht unschön aus. Ja, Kanonen und Spuckpflanzen und schlag mich tot. So, hier hinstellen. Da müsste man das eigentlich nach da ablocken können. Etwas höher. Nein, hat sogar gereicht. Kriegen wir hier die Erfahrungsfiole nämlich noch. Und den Weg weiter hoch. Und ich will hier endlich raus. Ich mag diesen Ort ganz und gar nicht. So, die Erfahrung auch gesammelt. Warum schießt du, Kanone? Und ist das Tageslicht? Wir sind auf jeden Fall schon mal wieder bei solchen komischen Goblin-Statuen, die Goblin-Totems, die da einfach so zusammenbrechen. Ja. Du mich auch. Darkreissäge, versuch's mal damit.
Das ist definitiv eine Goblin-Todesapparatur hier. Ja, und ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich an dem Checkpoint wieder mal einen Cut. Bis gleich.